Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 21. Februar 2018? Den heutigen Tag könnte ich beschreiben, heute ist ein Glückstag, besonders in die Liebe, Partnerschaft, aber auch bei Kunst, Kreativität, auch bei unseren Träumen, Visionen, Sehnsüchten. Wir sind näher zu unserem Ziel, zu unseren Wünschen. Sehr schöne, harmonische Einflüsse haben wir von den Planeten, aber auch von Sternen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und bekommt einen Einfluss von Sadal Melik. Sadal Melik heißt übersetzt der Glücksstern der Könige, also bringt Glück. Sonne bekommt nochmal einen Einfluss von Fomalhaut. Fomalhaut gilt eine von den königlichen Sternen, so wie die alten persischen Astronomen das beschrieben haben, etwa 3000 Jahren vor unserer Zeitrechnung. Diese Fomalhaut ist die Hauptstern im Tierkreiszeichen Fischen. Bringt auch Glück, weil das ist auch ein Glücksstern. Mond steht eine schöne Verbindung zu Lilith und das symbolisiert unsere Sehnsüchte, Wünsche, Träume, Visionen. Und der Mond hat einen guten Einfluss, also das beeinflusst auch unsere Gefühle im heutigen Tag. Wir fühlen das, das macht auch glücklich, dass wir unsere Träume leben können. Das sollen wir aber als Ziel setzen und daran glauben und auch nicht aufgeben. Also heute ist eine schöne fließende Energie in diese Richtung. Unser Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Jungfrau. Mond hat eine zunehmende Mondphase und befindet sich in Tierkreiszeichen Stier, hat auch einen Einfluss von Hamal. Hamal gibt uns Kraft, etwas zu uns zu beweisen, uns zum Durchsetzen, ist auch das Lebenskraft, um etwas zu kämpfen, unseren Ideen umsetzen und Kraft zu zeigen. Das sind die Einflüsse von außen. Heute steht Venus mit Neptun in Konjunktion in Tierkreiszeichen Fischen. Das heißt, die beiden wirken zusammen, gemeinsam. Neptun ist die Planet, die Wünsche, Träume, Fantasie, die Sehnsüchte, aber auch Intuition und Inspiration. Also wir dürfen heute auch träumen, aber das soll auch nicht nur ein Traum bleiben, sondern das soll Realität werden. Und wir haben jetzt gerade auch die Mut, die Kraft des Umsetzen, in Tat umsetzen. Und im Tierkreiszeichen Fischen heißt es im Fluss bringen, in Bewegung setzen. Das ist eine fließende Energie und es ist sehr gefühlsvoll. Tiefen, wahren Gefühlen oder Liebe, das wirkt sehr intensiv im heutigen Tag und bekommt schöne Einflüsse von außen. Auch die Mond, auch die Lilith-Energie bestrahlt diese Energie. Also ich könnte sagen, es ist eine starke Liebesenergie heute. Und wie wirkt es auf die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont auf. Im gleichen Moment geht in Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Jungfrau. Ich beginne in Tierkreiszeichen Fischen. Sehr viele Planeten wirken gerade hier im Tierkreiszeichen Fischen und stehen schön in Verbindung zu Tierkreiszeichen Stier und auch zu Tierkreiszeichen Steinbock. Hier handelt es sich um Emotionen und Gefühlen und Liebe und die Erde-Element stabilisiert das auch. Das ist der Einfluss von Tierkreiszeichen Steinbock und Einfluss auch von Tierkreiszeichen Stier. Also es wird umgesetzt in Realität. Hier wird auch
über Gefühlen sprechen. Merkur bewegt sich auch hier, das ist auch die Sprache, klärende Gespräche, sehr gefühlsvoll oder über Gefühlen zum Sprechen. Dann auch im Liebepartnerschaft, mal die Traumleben, die Visionen, diese Sehnsüchte mal umsetzen im Tat. Aber auch die Kreativität, die Kunst, die Selbstständigkeit, die Visionen zu leben, das zum Verwirklichen, das ist eine fließende Energie, ist auch eine Heilenergie. Und all das verkörpert jetzt die Tierkreiszeichen Fischen, weil das strahlt alles aus. Von diesem Tierkreiszeichen kommt diese Energie, diese Kraft, diese Lebensenergie. Und so haben die Fischengeborenen wirklich Glück. Sie werden jetzt auch wahrgenommen und Glück in die Liebepartnerschaft und schöne harmonische Gespräche oder klärende Gespräche oder Versöhnungen, aber auch Heilung. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist ein Aufstieg gerade. Sie werden jetzt wahrgenommen. Sie haben auch die Kraft und die Mut und Umbrüche, Veränderungen sind auch zum Erwarten bei den Tierkreiszeichen Wiedergeboren, klärende Gespräche. Dann auch die Fantasie, die Träume wird auch wahrgenommen. Auch die Mut und die Kraft des Umsetzen, etwas in Bewegung setzen. Es ist nicht nur die fließende Energie, sondern hier kommt dieser feurige Temperament von Tierkreiszeichen wieder dazu, die Begeisterung und auch die Leidenschaft. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen bewegt sich einiges in den kommenden Tagen. Sie haben auch Glück, Glück in die Liebe, Partnerschaft, Glück in Selbstständigkeit, Glück in Arbeit, besonders im künstlerischen und kreativen, spirituellen Bereich auch. Auch eine Heilung, eine Heilenergie und klärenden Gespräche. Sehr schöne Einflüsse haben gerade die Stiergeborenen. Sie sollen auch ihre Träume leben. Jetzt ist die Möglichkeit da, in Realität umzusetzen oder mindestens mal das Starten, schöne Energie, etwas Neues zu beginnen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen schränkt diese Energie ein bisschen ein, aber sie sollen an sich selbst bleiben. Da haben sie schon die Fundament und warten für die richtigen Momente. Und in den kommenden Tagen bewegt sich auch hier auch einiges. Also im eigenen Kraft bleiben. Es ist schwierig, jetzt jemand überzeugen von ihren eigenen Meinung. Aber sie sollen trotzdem an ihren Meinung bleiben. Vielleicht diplomatisch verhandelt und es gibt und schenkt Leichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben auch diese fließende Energie, Glück in die Liebe, Partnerschaft, in Selbstständigkeit, bei der Arbeit, schöne Gespräche oder Terminen. Sehr schöne fließende Energie. Bei den Tierkreiszeichen Löwengeborenen kommt noch karmische Themen dazu. Nicht nur in die Liebe, Partnerschaft ist wichtig dieser Einfluss, sondern auch in Berufung. Viele Löwengeborenen suchen ihren wahren Berufung. Einigen Löwengeborenen gehen in Richtung heilerischer Tätigkeit. Und es ist auch eine gewisse Unsicherheit da, aber diese schöne, harmonische Glücksenergie im heutigen Tage, natürlich, das spüren wir uns alle. Bei den Zwillingsgeborenen zwar ein bisschen eingeschränkt, die Löwengeborenen etwas unsicher, aber das können sie auch überwinden und einfach im Fluss des Lebens vertrauen, des eigenen Selbstachten, in eigenen Kraft zu bleiben. Dann können sie den Tag auch genießen. Bei Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen spiegelt etwas das Leben. Und es ist genau das, was bei den Tierkreiszeichen Fischengeborenen abspielt. Klärenden Gesprächen, ein wichtiger Termin, ein wichtigen Vertrag, dann die Liebe, Partnerschaft, eine Versöhnung. Aber diese Energie kommt nicht auf dem Jungfraugeborenen zu, sondern die Jungfraugeborenen sollen entgegenkommen. Also auf anderen zuzugehen, die Gespräche suchen, einen Termin ausmachen, einen Vertrag vorbereiten oder in die Liebe Partnerschaft mal Gefühlen zeigen oder annehmen oder anderen zugehen. Natürlich darf das nicht einseitig sein, aber ein Schritt auf anderen zugehen sorgt schon für Harmonie und auch für Glück. Die Glück ist da.
Das spiegelt gerade etwas für die Jungfrau geboren, besonders in die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Wagen geboren fühlen sich auch ein bisschen unsicher, aber sie können auch diese Unsicherheit überwinden und dann wirkt auch diese glücksversprechende Energiefeld heute. Bei den Tierkreiszeichen Skorpion geboren ist es eine fließende Energie. All das wirkt sehr harmonisch für die Skorpion geboren. Dazu ist hier auch noch der Planet Jupiter, der Glücksplanet. In allen Ebenen haben die Skorpion geborenen gerade Glück. Auch in der Liebe, Partnerschaft, auch bei Terminen, auch bei Verträgen, auch bei klärenden Gesprächen, ihren Visionen zu leben, eine Selbstständigkeit starten, auch die Kunst, Kreativität, die Inspiration, die Intuition, alles ist in Harmonie, in eine fließende Energie. Im Ausland können die Skorpion geboren auch Glück haben oder kommt ein Besuch von Ausland, aber auch sehr schön und angenehm. Diese Energiefeld schränkt ein bisschen ein die Schützengeborenen, aber mit Kraft können sie das überwinden, sich zu beweisen. Und Kraft und Mut haben gerade die Schützengeborenen. Sie fühlen sich ein bisschen unsicher, aber wenn diese Unsicherheit überwunden ist und sie Kraft und Mut zeigen, dann wirkt es auch sehr glücksversprechend, diese Energiefeld. Bei Tierkreiszeichen Steinbock geborenen ist wichtig diese Vision, was sie haben, weil jetzt ist die Chance, das zu verwirklichen, das die erste Schritt zu wagen, etwas Neues starten. Es ist eine wunderbare Energie für die Steinbock geborenen. Die Tierkreiszeichen Wassermann geborenen ist auch ein guter Einfluss, weil kommt alles im Fluss. Also wichtig ist, dass sie auch im Vertrauen bleiben. Dazu kommen noch die karmischen Themen bei den Wassermann-Geborenen. Hier wird aktiviert die alte Karma, alte karmischen Erinnerungen oder Begegnungen. Natürlich dann in die Liebe-Partnerschaft kommen solche karmischen Begegnungen. Aber es ist eine sehr schöne Energie gerade. Also nicht unsicher wirken, sondern in diesem Vertrauen, in dem Vertrauen des Fluss des Lebens. Das ist wichtig, weil das schenkt Leichtigkeit momentan für die Wassermann-Geborenen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.